Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Unterbrechung der Sitzung nach der Mittagspause auf. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD, Abschiebungen nach Afghanistan, Drucksache 19/4323. Wird die Dringlichkeit bejaht? Da sehe ich keinen Widerspruch. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 42 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 20 und 40 aufgerufen werden. Das ist der Fall. Ich rufe dann auf Tagesordnungspunkt 20, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Abschiebung nach Afghanistan verhindern, Winterabschiebestopp erlassen, Kinderrechte ernst nehmen, Drucksache 19/4271, zusammen mit Tagesordnungspunkt 40, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend sorgfältige Einzelfallprüfung auch für Flüchtlinge aus Afghanistan, Drucksache 19/4321 und Tagesordnungspunkt 42, Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Abschiebung nach Afghanistan, Drucksache 19/4323. Und erste Rednerin steht schon am Pult. Frau Faulhaber, ich erteile Ihnen das Wort. Ich dachte nicht, dass Sie so lange brauchen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lassen Sie uns über westliche Werte sprechen, über christliche Werte. Bald ist Weihnachten, das christliche Fest der Liebe. Frieden auf Erden heißt die Weihnachtsbotschaft. Und wir hören sie auch ziemlich gern. Per se können wir so als Christen zu den friedlichen Menschen gehören. Doch die Realität sieht vollkommen anders aus, meine Damen und Herren. Ohne mit der Wimper zu zucken, bereitet die Bundesregierung in der Vorweihnachtszeit die Abschiebung von 13.000 afghanischen Flüchtlingen vor. Ich habe nicht von Ihnen gehört, meine Damen und Herren, dass Sie sich gegen diese Abschiebungen ausgesprochen hätten. Ich habe noch nicht von Ihnen gehört, dass Sie sich wenigstens gegen Winterabschiebungen ausgesprochen hätten. Wie vereinbaren Sie Ihr friedvolles Weihnachtsfest mit diesen Abschiebungen in ein Kriegsgebiet? Wie vereinbaren Sie die Verdopplung der deutschen Waffenexporte und die Verlängerung des Militäreinsatzes in Afghanistan mit der weihnachtlichen Friedensbotschaft? Vor Gott sind alle Menschen gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Fehlanzeige, meine Damen und Herren. Das Thema Abschiebungen ist inzwischen zur zentralen Frage in der deutschen Flüchtlingspolitik geworden. Eine nationale Kraftanstrengung gar bei den Massenabschiebungen fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein freundliches Gesicht gegenüber den Menschen in Notsituationen wollte sie noch letztes Jahr zeigen. Aber nun zeigt Deutschland sein hässliches Gesicht. Seit heute schiebt die Bundesregierung Geflüchtete zurück in ein Land, das vom jahrzehntelangen Krieg völlig zerstört ist, in ein Land, in dem Taliban, Warlords und Besatzungstruppen die Bevölkerung terrorisieren. Die Innenminister der Länder liefern sich regelrecht einen Wettkampf um die höchsten Abschiebezahlen. Und für rund 2 Millionen € lässt sich die Bundesregierung sogar von McKinsey Tipps geben, wie Massenabschiebungen effizienter organisiert werden können. Immer hemmungsloser werden die Vorschläge zur Abschreckung von Flüchtlingen, besonders aus den Reihen der Union. Aushungern, z. B. mit der Kürzung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Abschiebungen von Kranken, von schwangeren Frauen, von Kindern, Internierungslager für Asylsuchende in Nordafrika. Die Liste der Schäbigkeiten kennt keine Grenzen. Menschliche Schicksale interessieren in der öffentlichen Debatte kaum noch. Meine Damen und Herren, es beunruhigt mich zutiefst, mit welcher Bedenkenlosigkeit, ja mit welcher Skrupellosigkeit solche Forderungen aufgestellt und die Abschiebungen von Tausenden von Menschen eingefordert werden. Oder sollte ich lieber Deportationen sagen? Das wäre nämlich eigentlich angebracht. Ja, regen Sie sich nur auf. Das ist auch zum Aufregen. Doch, das gibt es, machen Sie gerade. Diese inhumane Politik beunruhigt nämlich bei Weitem nicht nur die LINKEN. In einer gemeinsamen Kasseler Erklärung haben die, ja, ich finde auch, dass das nicht geht.
In einer gemeinsamen Kasseler Erklärung haben die Evangelische Kirche Hessen-Nassau und die Diakonie einen Abschiebestopp für Menschen auf Afghanistan gefordert. Sie sagen, eine Rückkehr nach Afghanistan ist derzeit nicht zumutbar. Die Sicherheitslage ist prekär und unvorhersehbar und hat sich in den letzten Wochen weiter dramatisch verschlechtert. Gleichlautende Kritik kommt von Pro Asyl und dem Hessischen Flüchtlingsrat. Aber Kritik kommt auch von der SPD, deren Regierungsmitglieder diese Politik ja eigentlich mitmachen. Der Sprecher für Menschenrechte in der SPD-Bundestagsfraktion, Frank Schwabe, sagte gestern, die Sicherheitslage ist anhaltend prekär, und jederzeit kann sich die Lage verschlechtern. Der jüngste Angriff auf das deutsche Konsulat in Mazar-e-Sharif zeigt, dass es keine sicheren Bereiche im Land gibt. Und der Leiter des afghanischen Kommunikations- und Kulturzentrums in Berlin sagt, es gibt überhaupt keine sicheren Gebiete in Afghanistan. Die Sicherheit in Afghanistan ist Fiktion. Meine Damen und Herren, es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung nicht wüsste, was in Afghanistan los ist. Das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Webseite, ich zitiere, vor Reisen nach Afghanistan wird dringend gewarnt. Da ist dann die Rede, dass die Medizin für Versorgung auch in Notfällen völlig unzureichend sei. Der Aufenthalt im Land bleibe gefährlich. Es bestehe ein großes Risiko, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden. Über 1.600 Tote und mehr als 3.500 Verletzte unter der afghanischen Zivilbevölkerung im ersten Halbjahr 2016 sprechen eine deutliche Sprache. Afghanistan ist nicht sicher. Wir sagen, hören Sie endlich auf, Märchen zu erzählen. Es gibt keine sicheren Fluchtalternativen innerhalb Afghanistans. Setzen Sie das schmutzige Abkommen zur Rücknahme, das Anfang Oktober mit der afghanischen Regierung vereinbart wurde, nicht um. Denn wer unter diesen Umständen Menschen nach Afghanistan abschiebt, handelt nicht nur verantwortungslos, er setzt das Leben der Betroffenen bewusst aufs Spiel. Es ist doch so, dass heute die Taliban ein größeres Gebiet kontrollieren als zu Beginn der NATO-Intervention 2001. Der Bundeswehreinsatz wurde ausgeweitet, damit die Taliban nicht die Provinzstädte des Nordens übernehmen. Und selbst in der afghanischen Hauptstadt traut sich der Bundesinnenminister de Maizière nicht, nur mit Stahlhelm und kugelsicherer Weste aus dem Flugzeug. Hinzu kommt, meine Damen und Herren, dass die zurückgeschobenen Menschen in den afghanischen Winter und in die Obdachlosigkeit geschickt werden. Dass Menschen und auch Kinder in Flüchtlingslager erfrieren, solche Nachrichten erreichen uns immer wieder. Und sowieso stellt die Abschiebung von Kindern eine besondere Härte dar. Doch nur selten wird bei Abschiebungen das Kindeswohl und die seelische Gesundheit von Kindern beachtet. Zu diesem Ergebnis kommt die UNICEF-Studie Stilles Leid. Man muss doch fragen, gelten für afghanische Kinder keine Kinderrechte? Deshalb, Hessen muss jetzt seine Handlungsspielräume nutzen und Abschiebungen zumindest für die drei Wintermonate aussetzen. Das ist recht. Das ist rechtlich auch möglich und humanitär geboten. Natürlich wissen wir, dass zentrale Entscheidungen auf dem Gebiet der Asylpolitik in Berlin getroffen werden und die Möglichkeiten der Länder, darauf Einfluss zu nehmen, begrenzt sind. Gleichwohl sind Handlungsspielräume vorhanden. Die Landesregierung kann, wenn sie denn möchte, Abschiebungen für drei Monate aussetzen. Diese Möglichkeit wird ja durch das Aufenthaltsgesetz eingeräumt. Und sie kann auch im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium Geflüchteten humanitäre Aufenthaltstitel gewähren. Es sind die Länder, auf die Bundesinnenminister Thomas de Maizière angewiesen ist, um seine Politik der Massenabschiebungen umzusetzen. Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Thüringen etwa beteiligen sich nicht an den Abschiebungen nach Afghanistan. Ein solches Signal, meine Damen und Herren, wünschen wir uns auch von Hessen. Ja, und ich höre leider auch von den Damen und Herren der GRÜNEN hier in der Landesregierung nichts in Sachen Humanität. Während das Geschrei der GRÜNEN nach Menschenrechten sehr groß ist, wenn es darum geht, Militäreinsätze der Bundeswehr zu legitimieren, ist das Leben afghanischer Flüchtlinge offensichtlich zweitrangig. Oder wie soll ich das verstehen?
In Ihrem heutigen Dringlichen Entschließungsantrag, meine Damen und Herren von GRÜNEN und CDU, behaupten Sie, jeder Einzelfall würde sorgfältig und sensibel geprüft. Die rechtlichen Hindernisse würden abgewogen. Dabei ist bekannt geworden, dass nicht bei allen Menschen, die ab heute abgeschoben werden sollen, das Verfahren rechtlich abgeschlossen ist. Da ist sie wieder, die Mehr von den sogenannten humanen bzw. sorgfältigen Einzelfallprüfungen durch die Ausländerbehörden. Das führen Vertreterinnen und Vertreter der Regierungsfraktionen ja immer an, wenn wir für bestimmte Zielländer oder für bestimmte Personengruppen einen generellen Abschiebestopp fordern. Dann behauptet z. B. der Kollege Markus Bocklet, es sei nicht notwendig, Abschiebungen generell auszusetzen, weil Ausländerbehörden mögliche Härtesituationen im Zielland ohnehin berücksichtigen würden. Da möchte ich doch eines klarstellen. Ziellandsbezogene Abschiebehindernisse, also etwa eine drohende Obdachlosigkeit, können nach rechtskräftigen Abschiebeentscheidungen des Bundesamtes für Flüchtlinge und Migration durch die Ausländerbehörden nicht mehr berücksichtigt werden. Nach einer unanfechtbaren Entscheidung des BAMF verbleibt als einzige Möglichkeit, um Menschen vor besonderen Härtesituationen im Zielland zu bewahren, die Anordnung eines Abschiebestopps durch die Landesregierung. Hören Sie also auf, mit Nebelkerzen zu werfen. Drücken Sie sich nicht vor Ihrer humanitären Verantwortung. Setzen Sie endlich Humanität und Menschenrechte in den Mittelpunkt hessischer Flüchtlingspolitik. Meine Damen und Herren, diese inhumane Politik hat noch einen anderen Aspekt als den der Nächstenliebe. Diese Politik befördert den Rassismus und spaltet die Gesellschaft. Sie ist ein Beitrag, Kollegin Faulhaber, kommen Sie bitte zum Schluss. Sie ist ein Beitrag zur moralischen Verrohung der Gesellschaft. Es werden noch mehr Flüchtlingsheime brennen, und es wird letztlich auch der CDU nichts nützen, wenn sie nach rechts rückt. Wer die Positionen von AfD, Pegida und anderen Hasspredigern kopiert, macht die Rechtsextremen nur noch stärker. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Faulhaber. Ich weise Sie darauf hin, dass der Ausdruck Deportationen nicht parlamentarisch war, und ich fordere Sie auf, ihn nicht mehr zu verwenden. Ich habe jetzt zunächst eine Meldung zur Geschäftsordnung, Herr Bellino. Frau Präsidentin, ich hatte mich deswegen gemeldet. Deportation ist meines Erachtens unerträglich, diesen Begriff zu verwenden. Sie haben es als unparlamentarisch bezeichnet. Vielleicht kann die Kollegin sich entschuldigen, dann wäre es erledigt. Aber gut, Herr Bellino, ich habe jetzt noch eine Wortmeldung für eine Kurzintervention von Kollegen Merz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Faulhaber, niemand in diesem Saal freut sich, wenn Menschen abgeschoben werden. Und schon gar niemand in der SPD-Fraktion. Und das haben wir in vielen Debatten in diesem Landtag auch immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und schon gar niemand, und das bringt auch unser jetzt eingereichter Antrag zum Ausdruck, befürwortet, jedenfalls in unserer Fraktion, Abschiebungen nach Afghanistan zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber was nicht geht, ist Abschiebungen, denen immer ein gesetzliches Verfahren vorausgeht, mit der Möglichkeit der gerichtlichen Auseinandersetzung, mit der anschließenden Möglichkeit, eine Petition bei den zuständigen Landtagen oder bei dem Bundestag einzureichen, mit der Möglichkeit, in Hessen anschließend an die Petition ein Härtefallverfahren zu durchlaufen. Eine solche Abschiebung, wie gesagt, die niemand von uns mag, mit dem Begriff der Deportation zu belegen. Das geht nicht, weil, liebe Kollegin, eine Fraktion, die sich so viel auf ihr antifaschistisches Bewusstsein zugute hält,
muss wissen, wofür der Begriff der Deportation in der jüngeren Geschichte steht, nämlich für die unterschiedslosen, illegalen, unmenschlichen, millionenfach durchgeführten Deportationen von Menschen aus antisemitischen oder aus anderen rassistischen Gründen. Und wir haben in diesem Landtag auch über die Frage des Völkermords an den Armeniern geredet. Auch in diesem Zusammenhang ist es vollkommen legitim, von Deportationen zu reden. Aber diesen Begriff mit dieser historischen Erfahrung im Kopf auf diesen Sachverhalt, von dem heute zu reden ist, anzuwenden, ist historisch unzulässig und politisch schäbig. Kollegin Faulhaber, Sie haben das Wort zur Erwiderung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es freut mich, ja, dass Sie dazu, also zu solchen Emotionen in dem Zusammenhang fähig sind. Das spricht für Sie. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass diese Abschiebungen die rechtliche Grundlagen verletzen. Es kann nicht sein, dass Menschen abgeschoben werden, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Es kann nicht sein, dass Menschen abgeschoben werden in ein Kriegsgebiet. Es kann nicht sein, dass Menschen abgeschoben werden in eine Zukunft, die eventuell ihren sicheren Tod bedeutet. Da können Sie sich nicht wegducken, und das kann man auch nicht durch Begriffsdiskussionen von der Tagesordnung bringen. Kolleginnen und Kollegen, als Nächstes hat das Wort Kollegin Wallmann für die CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich ganz herzlich Herrn Abgeordneten Merz für seine Worte danken. Ich glaube, er hat uns allen heute hier aus dem Herzen gesprochen. Ich muss gestehen, wir haben sowieso, glaube ich, jetzt ein sehr emotionales Thema hier heute miteinander zu besprechen. Aber das, was hier eben abgelaufen ist, erregt uns, glaube ich, alle in einer besonderen Art und Weise. Und auch wenn ich jetzt gerügt werde, aber Frau Faulhaber, Sie müssen sich für diese Rede, die Sie eben hier gehalten haben, für die Worte, die Sie gewählt haben, wirklich schämen. Die Frage der Rückführung abgelehnter Asylbewerber, und das lasse ich mir von Ihnen, Frau Faulhaber, auch nicht absprechen, das lässt sich keiner von uns hier absprechen, ist ein Thema, das uns doch alle bewegt, das Menschen hier im Landtag bewegt, Menschen außerhalb des Landtags. Herr van Ooyen, lassen Sie mich jetzt bitte auch bitte ausreden, wirklich, lassen Sie mich jetzt mal ausreden. Das ist ein Thema, das uns doch alle miteinander bewegt, auch mich persönlich. Und ich finde, es kommt schon sehr genau auch auf die Wortwahl bei dieser heutigen Debatte an. Es ist nämlich ein Thema, in dem wir uns immer auch in einem Spannungsfeld bewegen. In einem Spannungsfeld deswegen, weil wir auf der einen Seite um ganz konkrete Menschen sprechen, um Einzelschicksale, um Menschen, deren Hoffnungen enttäuscht worden sind, um Menschen, die ihr Heimatland verlassen haben, in der Hoffnung, in Deutschland eine neue Heimat zu finden, die womöglich Haus und Hof verkauft haben, die womöglich auch kriminellen Schlepperbanden in die Fänge gegangen sind und deren Anträge jetzt hier abgelehnt worden sind. Und dann kommen wir eben zu der anderen Seite, um die es geht, nämlich darum, dass Gesetze angewandt und durchgesetzt werden müssen. Und es handelt sich hierbei um Bundesgesetze. Ich mache keinen Hehl daraus, dass die CDU-Fraktion die geltende Rechtslage, dass abgelehnte Asylbewerber das Land wieder verlassen müssen, für richtig und für notwendig erachten. Die Alternative würde ja nämlich bedeuten, dass Menschen, die hierher kommen, und zwar unabhängig von ihrem Schutzstatus, auch immer hier bleiben könnten. Das kann auf Dauer nicht funktionieren, und das kann auch für Dauer eine Gesellschaft nicht aushalten. Daher steht für uns fest, Solidarität mit Verfolgten, die unseres Schutzes bedürfen, und Rückführung derer, die kein Bleiberecht haben, sind zwei Seiten einer Medaille.
Frau Faulhaber, Sie haben eben auch in Ihrer Rede die Worte Humanität bemüht. Ich glaube, das kann man Hessen und auch der Bundesrepublik ganz sicher nicht absprechen. Im vergangenen Jahr haben wir Außergewöhnliches geleistet. Das Bundesland Hessen hat über 80.000 Menschen aufgenommen und hier beherbergt. Wir haben in einem breiten Schulterschluss parteiübergreifend gemeinsam diese Politik hier betrieben, dass die Menschen hier gut untergebracht werden, dass sie nicht obdachlos sind, dass sie möglichst kurze Notunterkünften sind. Und ich finde auch, wir haben das richtig gut hingekriegt und können erstens auch stolz darauf sein und müssen uns auch natürlich bei all denjenigen bedanken, die dazu mit beigetragen haben. Zugleich dürfen wir aber auch im Interesse des gesellschaftlichen Zusammenhalts unser Land nicht überfordern. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir funktionierende Regeln haben, wie mit Menschen verfahren wird, die eben kein Bleiberecht zugesprochen bekommen haben. Ich möchte an dieser Stelle gerne den Theologen und Sozialdemokrat Richard Schröder zitieren, der aus meiner Sicht vor einigen Monaten in einem Artikel der FAZ auf einen sehr wichtigen Unterschied hingewiesen hat, genau bei der Frage, nämlich der Abschiebung, die Empathie und Hilfe für den Einzelnen einerseits und die Durchsetzung, Durchsetzung der Gesetze andererseits. Er weist in seinem Artikel auf die Unterscheidung von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit hin. Ich darf zitieren. Dem Barmherzigen, so Schröder, geht die Not des Elenden zu Herzen. Er fragt nicht viel und hilft. Demgegenüber fordere Gerechtigkeit, Gleiches gleich zu behandeln, und zwar nach allgemeinen Regeln. Barmherzig zu sein, sagt Schröder, sei gelegentlich einfacher als gerecht zu sein. Einzelne können barmherzig sein. Der Staat aber darf nicht barmherzig sein, weil er gerecht sein muss. Er muss nach Regeln verfahren und die Folgen bedenken. Wenn er Ausnahmen machte, wäre er korrupt. Daraus folgt, und das ist jetzt der entscheidende Satz, bei jeder Regelung der Migration, die Gerechtigkeit anstrebt, wird es immer auch Härten, Enttäuschungen und unerfüllte Erwartungen geben. Und ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Worte sind sehr wichtig, denn sie machen den Zwiespalt deutlich, in dem wir uns befinden, in dem wir stehen und in dem wir auch handeln müssen. Und ich habe das vorhin schon erwähnt, wir haben hier in Deutschland klare Regelungen im Zusammenhang mit der Ausreise und der Abschiebung. Freiwillige Ausreise geht immer der Abschiebung vor. Niemand wird willkürlich und aus heiterem Himmel abgeschoben. Das ist auch gut so, weil wir setzen ja auf die freiwillige Ausreise, und der Abschiebung geht selbstverständlich immer eine Einzelfallprüfung vor. Und jetzt konkret zu Afghanistan. Über 50% der Afghanen erhalten Schutz in Deutschland. Für die abgelehnten Fälle gilt natürlich, dass sie Deutschland verlassen müssen. Und wir wissen, dass die Afghanen sogar im Jahr 2016 davon eben auch vielfach Gebrauch gemacht haben. Über 300 Afghanen haben im Jahr 2016 das Land freiwillig verlassen. Da gibt es das Rückkehrerprogramm von Bund und Land, das nicht nur eine Beihilfe von 200 €, sondern auch eine Starthilfe von 500 € zahlt, außerdem noch eine Reintegrationshilfe von bis zu 1.300 € pro Jahr für freiwillige Rückkehrer. Und es bleiben natürlich am Ende Fälle von Menschen, die nicht freiwillig ausreisen und denen eben kein Schutz gewährt werden kann. Und bei denen gilt, ich hebe daher noch einmal unseren Antrag hoch, genau das, was wir in unserem Antrag sehr detailliert geschrieben haben und was man aber in der Botschaft zusammenfassen kann. Es findet eine sorgsame Prüfung des Einzelfalls statt, ob abgeschoben wird oder die Abschiebung ausgesetzt wird. Und wir stehen damit nicht alleine. Das ist ja ein Verfahren, das andere Bundesländer ebenso wie wir natürlich anwenden. Und ich muss sagen, ich bin der Bundesregierung dankbar dafür, dass sie ein Übereinkommen mit Afghanistan getroffen hat, das jetzt uns auch als Grundlage des gemeinsamen Handelns dient. Ich glaube, wir brauchen mehr solche Übereinkünfte und nicht weniger. Die Sicherheitslage wird von den zuständigen Behörden, und da kommen wir jetzt auch zum Punkt, das ist eben nicht der Hessische Landtag oder die Landesregierung oder das Innenministerium, die Sicherheitslage wird von den Bundesbehörden permanent überprüft. Und es gibt keinen Grund, ich vertraue staatlichen Institutionen, an diesen Einschätzungen zu zweifeln. Und die Lage ist nun einmal nicht so, da kann man jetzt auch Punkt 3 unseres Antrags noch einmal sich anschauen, dass die Innenministerkonferenz ja auch festgelegt hat. Also Innenminister
Ministerkonferenz, da sind ja alle Länder vertreten, dass eben Rückführungen nach Afghanistan nicht per se grundsätzlich ausgeschlossen sind. Das sollte man hier auch noch einmal zur Kenntnis nehmen. Und natürlich wird das permanent überprüft, ja nicht nur von Bundesbehörden, sondern natürlich auch von den Organisationen, die vor Ort vertreten sind, die Botschaften, die sich ja auch dazu zu Wort melden. Und im Übrigen ist es so, dass ja auch versucht wird, die Lage vor Ort permanent zu verbessern. 14 Milliarden Euro stellt die internationale Staatengemeinschaft zum wirtschaftlichen Aufbau Afghanistans zur Verfügung. 1,7 Milliarden Euro sind der Anteil unseres Landes, also der Bundesrepublik Deutschland. Und mit diesem Geld sollen ja die Fluchtursachen bekämpft werden. Und zugegebenermaßen, das muss man halt auch sagen, oftmals sind natürlich auch wirtschaftliche Gründe die Fluchtursache. Zum Thema Winterabschiebestopp will ich jetzt gar nicht viel sagen. Ich glaube, wir tauschen uns da ja regelmäßig jedes Jahr aus. Die Linksfraktion ist per se grundsätzlich gegen jede Abschiebung. Das, glaube ich, kann man auch so sagen. Das ist so. Und da haben wir, wie gesagt, glaube ich, auch alles ausgetauscht. Ich glaube nur, und damit will ich jetzt auch zum Ende kommen, dass man bei der Sprache, die man heute hier bei diesem Thema verwendet, sehr vorsichtig sein muss. Wir haben eben schon über Frau Faulhaber gesprochen. Ich bin persönlich sprachlos über diese Rede, auch im Übrigen, dass Sie sich nicht entschuldigt haben und auch, wie Sie mit der Rede begonnen haben, weil Sie hier ein Bild zeichnen von Gut und Böse, von Schwarz und Weiß, so funktioniert das nicht. Wir haben Gesetze umzusetzen, das können Sie gerne verneinen, aber das ist nun mal Fakt. Ich bin auch irritiert darüber, wenn ich heute lese, dass der Hessische Flüchtlingsrat nachzulesen ist, mit die Sicherheitslage in Afghanistan ist entgegen der Propaganda der Bundesregierung, jetzt ist hier der Text leider abgeschnitten, auf jeden Fall Propaganda, den Begriff, will ich ausdrücklich sagen, finde ich auch mehr als fragwürdig. Wir sollten dieses Thema sachlich debattieren. Das würde uns allen gut zu Gesicht stehen. Und Fakt ist nun mal, Solidarität und konsequente Rückführung bedingen einander, ob wir das wollen oder nicht. Vielen Dank. Als Nächster spricht Ernst-Ewald Roth, Fraktion der SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Worüber sprechen wir bei diesem Setzpunkt? Zum wiederholten Mal, und das ist zunächst etwas Gutes über Flüchtlinge, Asylsuchende und wie wir damit umgehen. Und jedes Mal, wenn wir dabei zu einem Erkenntnisfortschritt kommen und einen Beitrag dazu leisten, dass Integration in unserem Land möglich ist oder dass, wenn das alles nicht geht, Rückführung notwendig ist, dass das nach humanitären Aspekten geschieht, dann hat sich die Debatte gelohnt. Aber wenn ich den ersten Antrag lese, der uns für diese Debatte vorgelegt worden ist, und ihn nicht nur lese, sondern das Wort gebrauche ich gerne hier, eine ordentliche Exegese dieses Textes mache, dann stelle ich fest, und ich glaube, die Fraktion DIE LINKE sieht das so, dann darf es überhaupt keine Abschiebung geben. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, ist nicht unsere Position. Das ist nicht unsere Position, weil wir es toll finden, Menschen abzuschieben. Da hat Kollege Merz in der Kurzintervention schon Deutliches dazu gesagt. Sondern weil es in der ein oder anderen Situation auch wirklich wehtut, das umzusetzen. Wer macht das schon gerne? Aber angesichts der Situation, in der wir leben, in dem Staat, in dem wir leben, in der Rechtsordnung, die wir haben, gibt es dazu keine Alternative. Deshalb, weil wir auch glauben, dass wir uns überhaupt keinen Gefallen damit tun, wir uns nicht in der Gesellschaft und die dazu einen Beitrag leisten wollen, dass die Gesellschaft zusammenbleibt, aber erst recht nicht für die Betroffenen, wenn wir zu jedem Zeitpunkt
alles und jedes diskutieren, in einen Topf werfen und damit glauben, Stimmung machen zu können. Das ist nicht hilfreich und schon gar nicht für die Betroffenen, um die es da geht. Deshalb haben wir uns in der Fraktion entschieden, einen eigenen Antrag vorzulegen, der eine Konzentration vornimmt, eine Konzentration einer bestimmten Frage innerhalb der Flüchtlingspolitik und die zuzuspitzen in einem Antrag. Was mir aufgefallen ist, der Antrag der Koalition mit einer anderen Akzentuierung ist aber im Grunde den gleichen Weg gegangen und hat es festgelegt unter der Überschrift Abschiebung nach Afghanistan. Ich glaube, wir sollten dann auch bei diesem Thema und nur bei diesem Thema bleiben. Dazu drei Punkte entlang unseres Antrags. Auch das ist vom Kollegen Merz kurz angesprochen. Wir beschreiben in Punkt 1 noch einmal ganz bewusst, damit Punkt 3 am Ende nicht falsch verstanden wird, welche Verfahren wir haben und wie sorgsam wir mit diesen Verfahren umgehen. Da gibt es viele Möglichkeiten, zu einer positiven Entscheidung zu kommen, die da heißt, im Asylverfahren, dass jemand Anspruch auf Asyl hat oder eine Anerkennung nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder eine Anerkennung auf subsidiären Schutz. Wenn das aber alles nicht geht und am Ende eine Ablehnung dasteht, dann gibt es genug Möglichkeiten über die Klage, aber auch parlamentarisch über den Petitionsausschuss oder im Anschluss über das Härtefallverfahren, diese Entscheidungen immer wieder überprüfen zu lassen. Und ich bin ja jeden Tag mit diesen Fragen beschäftigt, das so oft tut, und wer das, das darf ich sagen, mit so viel Leidenschaft macht, der kann ganz schwer mit dem leben, was Sie, Frau Kollegin Faulhaber, hier heute von sich gegeben haben. Und wer um Menschen weiß, die wirklich deportiert worden sind, wenn ich mich nicht täusche, hatten wir in Deutschland ein paar davon, der muss am Ende feststellen, dass sie die Deportierten wirklich im Nachhinein noch einmal strafen. In einem zweiten Punkt unseres Antrags nehmen wir bewusst Bezug, wenn es zu keinem positiven Ergebnis kommt im Asylverfahren, wenn das Verfahren negativ ausgeht, und nenne noch einmal all die Verfahrensschritte, die es dann gibt, und sagen zum guten Schluss, dass es oft keine andere Möglichkeit gibt als die Rückführung. Aber auch dann gilt noch einmal ganz genau zu achten, nach welchen Kriterien das geschieht. Das haben wir gerade in der letzten Plenarrunde hier deutlich besprochen, als es um eine Abschiebung sozusagen aus der Schule herausging. Da sollten wir schon sehr genau aufpassen, was wir machen oder nicht machen. Aber diese Kriterien, die müssen bekannt sein, die müssen vereinbart sein. Und eins dieser Kriterien, und das ist dann der dritte Punkt in unserem Antrag, der heißt die Einschätzung der Sicherheitslage in dem betroffenen Land. Und wir haben guten Grund anzunehmen,
dass dies für Afghanistan, und nur darum geht es uns heute, nicht in vollem Umfang gegeben ist. Denn, da wird der Innenminister vielleicht nachher selber den einen oder anderen Satz zu sagen, nicht ohne Grund hat sich die Konferenz der Innenminister vor wenigen Tagen oder wenigen Wochen in Saarbrücken auch mit der Frage beschäftigt. Und man muss in der Tat feststellen, dass die jüngsten Anschläge auf das deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Sharif auch deutlich machen, wie die Lage vor Ort ist. Und das ist nun nicht irgendeine Einrichtung, das Generalkonsulat. Wie wird es dem einen oder anderen Flüchtling gehen, den wir in dieses Land zurückschicken? Solange, und das ist auch im Punkt 3 klar benannt, die aktuelle Lage, die Sicherheitsfrage nicht abschließend geklärt ist und nicht nur in Einschätzung des Bundesinnenministeriums, sondern ganz bewusst, auch das haben wir benannt, in Verbindung mit UNHCR und IOM, wenn die Analyse vorliegt, dann ist die Frage neu zu bewerten. Solange das aber nicht vorliegt, gute Gründe sprechen dafür, das ist die Analyse aus dem Bundesaußenministerium, die deutlich differenzierter, die deutlich vorsichtiger mit der Einschätzung umgehen. Wenn ich das alles zusammennehme, und das hat meine Fraktion so getan, dann verbietet sich derzeit eine Abschiebung nach Afghanistan, und das haben wir in Punkt 3 deutlich beschrieben. Und dazu bitten wir um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Gegenstände dieser Initiative der LINKEN liegen uns jedes Jahr um diese Zeit wieder auf dem Tisch, ein buntes Potpourri wohlfeiler Forderungen, die offensichtlich dazu dienen, das linke Vorweihnachtsgefühl zu befrieden. Frau Kollegin Wissler, es fällt mir schwer, nach dem, was Ihre Fraktionskollegin Faulhaber hier vorgetragen hat, da in aller Ruhe dazu Stellung zu nehmen, wenn man auf der anderen Seite vor Augen hat, wie Ihre Kollegin, Ihre Vorturnerin Sarah Wagenknecht auf der einen oder anderen Stelle zeigt, dass sie versucht, die AfD rechts zu überholen. Frau Kollegin Wissler, Sie können es doch nicht wegdiskutieren. Sie können es doch nicht wegdiskutieren. Es wird doch immer deutlicher, wie sehr sich das Gedankengut, wie sehr sich die Positionen, wie sich das Wählerpotenzial von Linkspartei und AfD mehr und mehr überschneiden. Das ist doch Ihr gefährlichster Mitbewerber in der Auseinandersetzung, in dem Kampf um Wähler. Und, meine Damen und Herren, wenn in diesem Zusammenhang sich dann Frau Faulhaber hier hinstellt und rechtmäßige Abschiebungen in einem Rechtsstaat als Deportationen bezeichnet, meine Damen und Herren, das ist schlichtweg unerträglich, und ich möchte so etwas hier nicht mehr erleben. Aber zurück zu Ihrem Antrag. Was haben Sie dort gemacht? Sie haben drei linke Dauerschlager ein wenig vermischt und uns zur Abstimmung präsentiert. Keine Abschiebungen nach Afghanistan. Das hatten wir zuletzt im Dezember Ende 2015 hier. Winterabschiebestopp für die Balkanstaaten bzw. alle Staaten, in denen es im Winter kalt wird. Das haben wir in der einen oder anderen Form jedes Jahr. Und ein genereller Verzicht auf Abschiebungen von Kindern. Ich will das der Reihe nach durchaus mal ernsthaft abarbeiten. Nehmen wir das Thema Afghanistan. Natürlich, und das kann ich für uns Freie Demokraten uneingeschränkt bestätigen, schauen auch wir seit Jahren mit Sorge auf die innenpolitische Situation in Afghanistan und der ganzen Region, für die wir uns auch angesichts der massiven Investitionen und des Einsatzes der Bundeswehr, gegen den Sie ja im Übrigen auch sind, finde ich immer spannend in dem Zusammenhang, im Rahmen der NATO-Mission wünschen wir uns dort eine
positivere Entwicklung, vor allem mehr Stabilität und Sicherheit. Dafür haben auch unsere Soldaten in Afghanistan im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben eingesetzt. Und auch daran sollte man an dieser Stelle denken. Auf der anderen Seite ist die äußerst diffizile Situation in Afghanistan und daraus folgend für Menschen, die in diesem Land leben, aus absolut nachvollziehbaren Gründen diesem Land den Rücken gekehrt haben, eben nicht so einfach mit dem Schwarz- und Weiß-Denken zu lösen, das die LINKEN hier wieder einmal präsentieren. Eine seriöse Herangehensweise anhand der Zahlen zeigt bereits, dass Afghanistan ein besonderer Fall unter den Hauptherkunftsländern der Asylbewerber in Deutschland ist. Die bereinigte Schutzquote, das heißt die tatsächliche Quote nach Entscheidungen ohne formale Nichtentscheidungen, lag für Flüchtlinge aus Afghanistan im zweiten und dritten Quartal 2016 bei etwa 50%. Nur jeder Zweite aus Afghanistan erhält damit vorübergehenden Flüchtlingsschutz oder Asyl. Die anerkannten Asylfälle lagen hierbei nur bei 0,6 bzw. 0,2%. Flüchtlingsschutz und subsidiärer Schutz mit entsprechendem Abschiebungsverbot lagen entsprechend höher, um es konkret zu sagen. Das heißt, fast alle Bleibeberechtigte aus Afghanistan genießen diesen subsidiären Schutz. Und Sie bezweifeln, dass hier individuell geprüft wird. Die Bearbeitungsdauer für Asylanträge aus Afghanistan wird zwar jetzt langsam kürzer. Sie liegt durchschnittlich bei 8,8 Monaten im dritten Quartal. Im ersten Halbjahr lag sie mit 18,2 Monaten noch im Vergleich sehr weit vorne. Derzeit liegen auch die meisten noch unbearbeiteten Anträge, die schon über 6 Monate im Geschäftsgang sind, aus Afghanistan vor. Warum denn? Weil die schnell mit kurzer Hand entschieden werden? Nein, natürlich nicht, sondern weil dort sehr sorgfältig im Einzelfall geprüft wird und das BAMF, das wir zu kritisieren oft genug Anlass haben, prüft offensichtlich sehr gewissenhaft und anhand individueller Kriterien, ob Asyl oder, wenn das wie im Regelfall in Afghanistan nicht gewährt werden kann, ob der subsidiäre Flüchtlingsstatus gewährt werden kann für die Menschen, die aus Afghanistan kommen. Und das ist auch richtig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist absolut richtig, denn in Afghanistan herrscht in der Tat eine andere Situation als etwa in Eritrea oder Syrien, in Ländern, für die bereits 2015 beschlossen wurde, den Flüchtlingsschutz zur Regelannahme zu gewähren, was entsprechend zu deutlich höheren Schutzquoten bei beiden Ländern rund 99% führt und zu entsprechend kürzeren Verfahrensdauern logischerweise dort auch. Denn dann muss man nicht den Einzelfall prüfen. Und dass die derzeitige Situation dort eine andere ist, ich weiß nicht, was Sie schauen. Ich gucke mir schon jeden Tag auch mal die Fernsehbilder an aus Syrien, aus Aleppo, wo entsprechende Bilder gesendet werden, die deutlich machen, dass dort eine andere Situation herrscht als in Afghanistan. In Afghanistan ist es, das habe ich bereits angedeutet, unbestritten nicht so, dass wir von einem flächendeckend sicheren Land sprechen können. So ist bekannt, Frau Wissler, und hören Sie einmal zu, vielleicht lernen Sie irgendwann doch noch etwas in der Sache dazu, dass Taliban oder regionale Warlords Teile des Landes in ihrer Gewalt haben. Exakt aus diesem Grund ist das Vorgehen gemeinsam mit der afghanischen Regierung richtig, über das Rückführungsabkommen vom Oktober gezielt und gestaffelt Personen, die nach individueller Prüfung, Herr van Ooyen, individueller Prüfung keinen Asyl- oder Flüchtlingsschutz bekommen, in sichere Landesteile zu bringen. Ich bin in diesem Zusammenhang, das will ich mal anmerken, der Koalition ausdrücklich für Ihren vorgelegten Antrag dankbar, der die realen Bedingungen in unserem Land in, ich sage das mal, ungewohnt korrekter Art und Weise beschreibt. Ungewohnt, ich weiß, dass Ihnen das nicht gefällt, aber ungewohnt ist für uns, dass es an der üblichen Lobhudelei und den Beschönigungen fehlt, die sonst gerade immer noch dabei sind. Meine Damen und Herren von der Linkspartei, Sie mögen das Prinzip inländischer Fluchtalternativen für falsch empfinden. Aber das ist Teil unseres Migrationssystems, um Aufnahmeländer nicht zu überfordern und Krisenländer nicht aus der Verantwortung zu entlassen, sich um ihre eigene Bevölkerung zu kümmern. Nicht umsonst unterstützt deshalb die internationale Gemeinschaft Afghanistan jährlich mit Milliardenbeträgen, laut der letzten Afghanistan-Konferenz mehr als 3 Milliarden € beim Wiederaufbau. Und zuletzt, das will ich auch sehr deutlich sagen, ein Rechtsstaat setzt,
Wenn ein rechtsstaatliches Verfahren mit individueller Prüfung wie hier zu einem bestimmten Abschluss gekommen ist, eben auch Recht durch. Und das umfasst auch, bei allem Verständnis dafür, dass Menschen lieber in unserem Land bleiben wollen, die Abschiebung ist dort beinhaltet, wenn kein Aufenthaltstitel vorhanden ist. Und das gilt nun einmal auch für minderjährige Betroffene. Sehr geehrte Damen und Herren, zu guter Letzt noch ein Wort zum Winterabschiebestopp. Bezüglich des Winterabschiebestopps will ich nur sagen, dass ein solcher mit Blick auf die nach wie vor äußerst geringen Schutzquoten der betroffenen Länder, insbesondere aus dem Balkan, das haben wir in der Vergangenheit immer diskutieren müssen, zu absoluten Fehlanreizen führen würde. An der Stelle, Herr Kollege Roth, bin ich Ihnen genauso wie Herrn Kollegen Merz sehr dankbar für die doch auch sehr differenzierte Stellungnahme. Aber der Punkt 3 des SPD-Antrags läuft in die völlig falsche Richtung, weil Sie genau das negieren, was tatsächlich Sache ist. Ich will dazu verweisen, das ist so ein bisschen der Weg, Ausgang für Helden, habe ich den Eindruck, den Sie da gesucht haben. Die Ziffer 5 des Koalitionsantrags beschreibt ganz genau, worum es geht. Es muss in jedem Einzelfall natürlich geprüft werden, ob die Sicherheitslage die Abschiebung zulässt oder nicht. Und natürlich fließen da die regelmäßigen Lagebeurteilungen des Auswärtigen Amtes ein. Aber deswegen zu sagen, weil das so sein muss, lassen wir das erst einmal. Tut mir leid, da fehlt mir die Konsequenz in der Entscheidung. Meine Damen und Herren, letzter Punkt aus meiner Sicht. Es war im Übrigen absolut richtig, die sicheren Herkunftsstaaten auf die Westbalkanländer auszuweiten. Wir müssten das jetzt dringend auch für die nordafrikanischen Staaten tun. Das Ganze vor allem vor dem Hintergrund, dass es Beitrittsverhandlungen mit der EU, was den Balkan angeht, z.B. mit Albanien gibt, auch wenn hier der Weg zweifelsfrei noch weit ist. Und was wir betonen müssen für absolute Härtefälle und diejenigen, die zu denen gehören, die Asylgründe aus diesem Bereich vorbringen können, gibt es trotz Einstufung als sicherer Herkunftsstaat natürlich nach wie vor die Möglichkeit, individuelle Entscheidungen im Verfahren zu treffen. Und wir haben darauf vorher hingewiesen, Petitionsausschuss und Härtefallkommission. Meine Damen und Herren, das muss so sein. Ich will dann ganz zum Schluss sagen, Deutschland gewährt, und das ist richtig so, großzügig Flucht und Aufenthalt für Menschen, die vor Verfolgung und Krieg fliehen müssen. Wer aber keinen Anspruch auf Hilfe hat, der muss auch wissen, dass unser Rechtsstaat sich auch dann durchsetzt, um die Interessen unseres Landes zu wahren. Das erwarten wir als Freie Demokraten von unserem Staat, und das erwarten die Menschen in unserem Land von der Politik. Lassen Sie uns dem gerecht werden. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Wagner, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Politisch Verfolgte genießen Asyl in unserem Land. Im vergangenen Jahr sind über 1 Million Menschen zu uns nach Deutschland gekommen, über 100.000 Menschen hier nach Hessen. Wir haben sie willkommen geheißen. Wir unterstützen sie mit einem Aktionsplan in Hessen, mit Maßnahmen in anderen Ländern. Aber nicht alle von diesen Menschen haben auch tatsächlich Anrecht auf Asyl. Es wird bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen sehr sorgfältig geprüft, ob ein Anspruch auf Schutz besteht. Es wird als Erstes geprüft, ob ein Anspruch auf Schutz nach Genfer Flüchtlingsrechtskonvention besteht. Sollte das nicht der Fall sein, wird geprüft, ob ein Anrecht auf Asyl nach unserem Grundgesetz besteht. Sollte das nicht der Fall sein, wird geprüft, ob ein Anspruch auf den sogenannten subsidiären Schutz besteht. Ich lese einmal kurz vor, was das bedeutet, der subsidiäre Schutz nach der Definition des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Zitat: Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, die stichhaltige Gründe dafür vorbringen, dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Zitat Ende. Das ist die dritte Schutzform, die wir kennen. Und wenn die Menschen auch darauf kein Anrecht haben nach sorgfältiger Prüfung, gibt es eine vierte Schutzkategorie. Und das ist das Abschiebeverbot. Auch hier Auszug aus der Definition. Zitat: Ein schutzsuchender Mensch darf nicht rückgeführt werden, wenn eine erhebliche, konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Und erst wenn diese vier Kategorien geprüft sind,
und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu dem Ergebnis kommt, alle diese vier Kategorien sind nicht erfüllt, dann ist jemand bei uns ausreisepflichtig. Und auch dann hat er noch die Möglichkeit, den Rechtsweg gegen diese Entscheidung zu beschreiten. Diese Entscheidungen fallen nicht leichtfertig in unserem Land. Und dennoch ist jede Entscheidung ein schweres menschliches Schicksal. Und das gilt bei in Anführungszeichen normalen Staaten, aber es geht insbesondere bei Staaten wie Afghanistan. Ich sage Ihnen offen, ich finde Abschiebungen in diese Länder schwer erträglich. Ich finde sie schwer erträglich, weil ich die Sicherheitslage in Afghanistan nicht wirklich aus eigener Kompetenz beurteilen kann und mich trotzdem dazu verhalten muss. Und wenn wir ehrlich sind, wie wir hier alle sitzen, keine und keiner von uns kann aus eigener Kompetenz die Sicherheitslage in Afghanistan beurteilen. Ich finde sie schwer erträglich, weil ich jeden Tag einen Widerspruch sehe zwischen den Nachrichten, die uns aus Afghanistan erreichen, und den Ergebnissen, zu denen die zuständigen Bundesbehörden in ihren Sicherheitsempfehlungen gekommen sind. Ich finde sie schwer erträglich, weil wir als Abgeordnete uns zum Schicksal von Menschen verhalten müssen und uns dabei nichts anderes übrig bleibt, als uns auf die Einschätzungen von anderen, auf die Einschätzung der zuständigen Bundesbehörden zu verlassen. Und ich sage sehr deutlich, die Entscheidungen und die Einschätzungen dieser Bundesbehörden stehen nicht außerhalb der Kritik. Natürlich sind Zweifel zulässig und müssen Zweifel geäußert werden. Und natürlich müssen diese Entscheidungen kontinuierlich überprüft werden. Aber, meine Damen und Herren, wer, wenn nicht diese Einrichtungen, die wir als Politikerinnen und Politiker mit diesen Prüfungen und mit diesen Entscheidungen betraut haben, soll denn dann darüber entscheiden, ob eine Abschiebung zulässig ist oder nicht? Setzen wir an die Stelle des Verfahrens, was ich eben beschrieben habe, eine politische Entscheidung des Landtags zu Afghanistan. Warum tun wir das dann nicht auch zu anderen Ländern? Warum prüfen wir dann nicht bei allen anderen Ländern, ob das nicht genauso geboten wäre? Auf welcher Grundlage, anhand welcher Fakten treffen wir denn dann die Entscheidung? Und sind wir wirklich sicher, dass wir die besseren Fakten, die besseren Einschätzungen, die besseren Informationen haben als die von uns beauftragten Einrichtungen? Wenn ich sage, Abschiebungen nach Afghanistan oder in andere Länder sind schwer erträglich, dann möchte ich darauf hinweisen, dass es Menschen in unserem Land gibt, die tagtäglich diese Entscheidungen treffen müssen. Das sind die Entscheiderinnen und Entscheider des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Das sind Richterinnen und Richter im Verfahren, die tagtäglich diese schwierigen Entscheidungen treffen müssen. Wissen wir es wirklich besser als Sie? Können und wollen wir uns an die Stelle von deren sorgfältiger Prüfung setzen? In Abwägung dieser Überlegungen kommt meine Fraktion zu dem Ergebnis, dass wir als Abgeordnete nicht anstelle der Behörden die Sicherheitslage einschätzen und Entscheidungen im Einzelfall treffen können. Was wir können und was wir müssen, ist den Behörden klare Kriterien an die Hand geben, entlang derer sie entscheiden sollen. Und genau das haben wir auch in dem Antrag, den CDU und GRÜNE vorgelegt haben, noch einmal betont. Darauf müssen wir bestehen, dass das die Kriterien sind, nach denen die Prüfungen erfolgen. Wir erwarten, dass diese Kriterien eingehalten werden und jeder Einzelfall nach diesen Kriterien geprüft wird. Am meisten bewegt mich in dieser Debatte das Schicksal der Menschen, über die wir reden. Das finde ich, wie beschrieben, schwer erträglich. Aber auch manches in der politischen Debatte über dieses Thema finde ich schwer erträglich.
Ich finde es schwer erträglich, wenn Bundespolitiker meinen, ausgerechnet bei Abschiebungen nach Afghanistan den harten Hund markieren zu müssen. Und ganz konkret an den Bundesinnenminister gerichtet sage ich, Zielgrößen und Fantastereien über Massenabschiebungen nach Afghanistan passen nicht zur Einzelfallprüfung nach unserem Asylrecht, Herr de Maizière. Und noch eines, meine Damen und Herren. Ich finde es schwierig, und in dieser Debatte ist es ja in einem Redebeitrag angeklungen, wenn versucht wird, dieses Thema in Schwarz-Weiß-Kategorien zu behandeln. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu unterstellen, in dieser sensiblen Entscheidung würde sich irgendjemand irgendetwas leicht machen. Und diejenigen, die das tun, die möchte ich daran erinnern, das ist der einstimmige Beschluss der Innenministerkonferenz aus dem Dezember 2015 war. Der einstimmige Beschluss der Innenminister aus dem Dezember 2015 war, auf dessen Grundlage jetzt Abschiebungen nach Afghanistan organisiert werden. Und bei diesem Beschluss war auch die Landesregierung von Thüringen mit dabei, Herr Kollege van Ooyen. Und deshalb sollte hier niemand so tun, dass es die einen gäbe, die Abschiebungen komplett ausschließen, und die anderen geben, die dafür sind, bedingungslos und ohne jeden Grund. Das sollten wir angesichts dieser Lage nicht tun. Es bleibt immer eine Entscheidung, eine schwierige Entscheidung im Einzelfall. Lassen Sie uns also auf diese Ebene der Debatte verzichten. Die Entscheidungen sind auch so schon schwer genug, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Öztürk, 5 Minuten Redezeit. Meine sehr verehrte Präsidentin, liebe Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zur inhaltlichen Debatte etwas sage, möchte ich auch gerne eine Bemerkung machen, dass es auch unparlamentarisch ist, wenn hier im Hessischen Landtag zu Kommentaren von Abgeordneten die Regierungsbank klatscht und ihre Meinung kundtut. Ich finde, das gehört nicht dazu. Das kann das Parlament hier schon alleine regeln. Dafür haben wir hier ein Präsidium. Und wenn die Landtagspräsidentin dazu schon die Rüge ausgesprochen hat, ist das ausreichend. Die Regierungsbank möge sich bitte in Zukunft darin zurückhalten, denn das Spiel hier in diesem Parlament funktioniert so, dass wir die Regierung kontrollieren und nicht die Regierung uns kontrolliert, meine Damen und Herren. Nun zur geplanten Abschiebung. Mit dem Begriff bin ich nicht einverstanden. Das ist nicht meine Wortwahl. Ich würde das so auf keinen Fall benennen. Trotzdem ist das die Entscheidung der Abgeordneten selber, und das will ich auch gar nicht kommentieren. Ich will nur sagen, meine Begrifflichkeit wäre das nicht. Es ist aber ihre eigene Entscheidung, und die Regierungsbank hat dazu, ihr Kommentar nicht loszulassen. Das gehört auch zur parlamentarischen Demokratie dazu und zur Gewaltenteilung, meine Damen und Herren, möchte ich noch einmal kurz erinnern. Was für mich aber interessant ist, heute, wenn wir über die Abschiebung nach Afghanistan diskutieren, dass immer wieder die gleichen und unterschiedlichen Argumente vermischt werden und dass man immer wieder versucht, Argumente herbeizuführen, warum das, was wir 2008 gemeinsam hier in diesem Landtag beschlossen haben, nämlich ein Abschiebestopp nach Afghanistan, und die Situation damals und heute sich in Afghanistan nicht mehr verbessert hat, warum, was damals nicht in Ordnung war, heute auf einmal in Ordnung sein soll, das zeugt einfach von politischer Willkür. Das finde ich nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Und das wird auch der Situation der Menschen, die abgeschoben werden nach Afghanistan, keinstenfalls gerecht. Und ich möchte dazu einfach eine Presseerklärung zitieren und zum Schluss sagen, wer diese geschrieben hat. Abschiebungen in ein Kriegsland sind nicht nur ein humanitärer Tabubruch. Die hier bekannt gewordenen Fälle zeigen, nämlich beispielsweise Hamburg, da ist ein Härtefall noch gar nicht abgeschlossen, zeigen, dass selbst integrierte Menschen mit festen Bindungen in Deutschland, ethnische Minderheiten und Kranke abgeschoben werden sollen.
Der Bundesinnenminister und die beteiligten Landesinnenminister riskieren dabei das Leben und die Unversehrtheit der Betroffenen. Die Afghanistan-Politik des Bundesinnenministeriums will auf Biegen und Brechen ein Exempel statuieren, um potenziellen Schutzsuchenden in Afghanistan zu zeigen, dass die Flucht nach Deutschland keine Perspektive für sie biete. Mit ihrem Verweis auf angeblich sichere Regionen in Afghanistan schafft sich diese Bundesregierung ihre eigene Wirklichkeit. Das hat mit einer verantwortungsbewussten Außen- und Innenpolitik nichts mehr zu tun. Anders als von der Bundesregierung behauptet, ist eine Unterstützung derer, die nach Afghanistan abgeschoben werden, nicht gegeben. Die Abholung durch die internationalen Organisation for Migration am Flughafen ändert nichts an dem Dilemma, dass die Perspektive für Zwangsrückkehrer in Afghanistan so schlecht sind wie die Sicherheitslage dort. Dass sich etliche grün mitregierte Länder an der Sammelabschiebung nicht beteiligen, zeigt, dass dieser Weg nicht als alternativlos angesehen wird und dass weitere dringende Sicherheitsbedenken gegenüber zwangsweise Rückführungen nach Afghanistan bestehen. Und jetzt, die grüne Bundestagsfraktion spricht sich mit Blick auf die derzeitige Sicherheitslage in Afghanistan für einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan aus. Zitat Luise Amtsberg, migrationspolitische Kollegin im Bundestag. Wenn wir selber nicht wissen, wie es besser ist, können wir uns gerne Rat einholen, meine Damen und Herren. Sowohl Pro Asyl als auch die Ärzteorganisation IPPNW, als auch der Niedersächsische Flüchtlingsrat, als auch Amnesty International, als auch der Hessische Flüchtlingsrat sprechen sich gegen eine Abschiebung nach Afghanistan aus. Von daher haben wir hier genug auch sachliche Kompetenz, die uns beraten. Ich finde, dass wir diese sachliche Kompetenz uns auch anhören sollten und entsprechend dem heute hier einen Abschiebestopp nach Afghanistan beschließen sollen, weil die aktuelle Kriegssituation es auf keinen Fall zulässt, meine Damen und Herren. Und wir sollten schon auch die Prüfung des Außenministeriums abwarten, weil sie nämlich ganz große Bedenken hat und selber Opfer von dieser Situation geworden ist in Afghanistan, Reisewarnung auch beachten sollen. Von daher wünsche ich mir heute eine klare Haltung, eine klare Position, nämlich dass man sich gegen die Abschiebungen ausspricht. Es sind Sammelabschiebungen heute, 50 Personen sind davon betroffen. Damit will man beginnen, um in der nächsten Zeit ein Exempel zu statuieren. Das sollten wir auf den Rücken der Menschen nicht machen, die vor Jahren aufgrund der Kriegssituation zu uns geflüchtet sind. Im Umkehrschluss würde diese Haltung bedeuten, in zwei, drei Jahren fangen wir an, dann Menschen nach Syrien abzuschieben, wahrscheinlich. Und diese Argumentation, es gibt ja sichere Regionen, das könnte man heute auch schon für Syrien anwenden. Damaskus ist super sicher, wenn man Assad-Befürworter ist. Das ist ein Hohn, meine Damen und Herren, und von daher finde ich nicht, dass wir in diesem Hause ins Bayern und Hamburg anschließen sollten, sondern wir sollten uns den anderen Bundesländern anschließen, die die Abschiebung, die Sammelabschiebung nach Afghanistan nicht unterstützen. Das wäre ein klares Zeichen für die Humanität. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Von der Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben uns in diesem Hause bereits mit vergleichbaren Anträgen zum Winterabschiebestopp im Dezember 2014 und im November 2015 und auch noch einmal im Dezember 2015 befasst. Es gilt aus meiner Sicht weiterhin das, was der Hessische Landtag bereits im November, am 26. November 2015 auf Grundlage eines Entschließungsantrags von CDU und GRÜNEN betreffend sorgfältiger Einzelfallprüfung auch für Flüchtlinge aus Afghanistan beschlossen hat. Das Bekenntnis zu unserem Asylrecht mit sorgfältiger und gerichtlich überprüfbarer Einzelfallentscheidung, die aufmerksame Beobachtung der Verhältnisse in den Herkunftsländern, eben auch in Afghanistan, und nicht zuletzt der gesetzmäßige Vollzug des Aufenthaltsrechts, was die Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht einschließt. Von diesem gleichzeitig humanitären wie rechtsstaatlichen Weg lassen wir uns nicht abbringen. Mit der großen Flüchtlingswelle sind zwischen Oktober 2014 und Oktober 2016 über 100.000 Flüchtlinge nach Hessen gekommen. Nachdem das Land zusammen mit den Kommunen und den Helferorganisationen mit enormem personellen und finanziellen Aufwand die Erstunterbringung, die Erstuntersuchung zur Unterstützung des BAMF und auch die erkennungsdienstliche Behandlung und Registrierung organisiert hat, werden nunmehr die Asylverfahren geordnet und nach den gesetzlichen Vorgaben abgearbeitet. Das europarechtlich und bundesrechtlich geregelte Asylverfahren dürfte in seiner Individualbezogenheit und Prüfungstiefe seinesgleichen in der Welt suchen.
Für die überwiegende Anzahl der zu uns Kommenden endet das Asylverfahren tatsächlich mit einer Anerkennung, ob es nun seltener Asyl heißt, häufiger Flüchtlingsanerkennung oder Gewährung subsidiären Schutzes. Für die große Anzahl von Menschen bedeutet die Entscheidung ein langfristiges Bleiberecht. Für die Gesellschaft bedeutet sie weiterhin eine große Anstrengung, der wir, das möchte ich daran möchte ich noch einmal erinnern, nicht nur, weil wir vorhin den Haushalt beschlossen haben, mit zwei Asylpaketen, die wir hier im Hessischen Landtag beschlossen haben, beispielhaft für die gesamte Bundesrepublik auch nachkommen. Wir haben diese großen Anstrengungen bei der Vermittlung von Deutschkenntnissen, bei der beruflichen Anerkennung und Qualifizierung, bei der passgenauen Vermittlung von Arbeit, bei der Bereitstellung von angemessenem Wohnraum, bei der Integration in das Bildungswesen, bei den häufig auf Jahre notwendigen finanziellen Unterstützungsleistungen und nicht zuletzt beim aktiven Zugehen der Vereine, Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Sportverbände unter anderem und anderen auf unsere neuen Mitbürger. Ohne Aufregung oder Sorge müssen wir angesichts der riesigen Zahl Zuwanderer in den letzten beiden Jahren feststellen, wir werden noch lange Zeit an dieser Aufgabe arbeiten müssen. Wir tun dies mit der Zuversicht, dass unser Land auch durch die neuen Mitbürger bereichert wird, fordern aber die neuen Zugewanderten gleichzeitig auf, die ausgestreckte Hand zu ergreifen. Es gibt aber eben auch die kleinere, aber doch gewichtige Anzahl von Menschen, die nicht hierbleiben können, weil ihr Asylantrag abgelehnt worden ist. Als Innenminister und als Abgeordneter des Hessischen Landtags vertraue ich auf das Funktionieren unserer Verfahren, zuständigen Behörden und Entscheidungen unserer unabhängigen Gerichte. Wenn diese Institutionen rechtskräftig entschieden haben, dass ein Asylantrag abgelehnt werden oder die Antragsteller des Landes wieder verlassen müssen, dann ist es Aufgabe der Verwaltung unter meiner Verantwortung, die Entscheidung nach Recht und Gesetz zu vollziehen. Ich wiederhole, zuständig für die Prüfung und Entscheidung, dass ein abgelehnter Asylbewerber ausreisen muss und ansonsten abzuschieben ist, ist ausschließlich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die entsprechende Entscheidung wird unmittelbar im BAMF-Bescheid getroffen. Zuständig für die Rückführung vollziehbar ausreisepflichtiger abgelehnter Asylbewerber sind dagegen dann die Regierungspräsidien. Sie sind aber nicht dazu berechtigt, in eine erneute Prüfung dessen einzusteigen, was BAMF und Gerichte bereits entschieden haben. Das gilt insbesondere auch für die Sicherheitslage bei der Einschätzung zu der Sicherheitslage der Länder, in die abgeschoben werden soll. Hier ist der Bund zuständig. Übrigens in Gänze der Bund. Der Bund, die Bundesregierung und nicht einzelne Teile der Bundesregierung. Um eine valide Einschätzung zu bekommen, braucht man auch alle Teile der Bundesregierung, weil sämtliche Behörden, die auf der Bundesebene damit befasst sind, eben ihre Erkenntnisse mit einbringen können und einbringen müssen. Das ist die Bundespolizei. Aber das ist natürlich das Auswärtige Amt. Natürlich sind das nachrichtendienstliche Erkenntnisse. Das sind die, die vor Ort sind, wie Bundeswehr oder Bundespolizisten. Und die alle kommen sozusagen gesamt zu einem Ergebnis zu der Sicherheitslage. Und in der Tat, Herr Kollege Roth, die Innenministerkonferenz hat vor kurzem in Saarbrücken über diese Frage diskutiert. Es hat einen Kollegen gegeben, der die Frage der Sicherheit dort thematisiert hat. Aber sie ist von dem zuständigen Minister in dieser Runde ist ja auf die tatsächliche Lage hingewiesen worden. Und es hat eben keine erneute Entscheidung der Innenministerkonferenz gegeben, sondern es ist bei dem geblieben, was wir im Dezember des vergangenen Jahres vereinbart haben. Vielleicht ist auch der Teil des Asylverfahrens mit der Durchsetzung der aus der Ablehnung folgenden Konsequenzen ein Spiegelbild für das, weshalb viele Menschen sehnsüchtig nach Deutschland schauen. Die deutsche Verwaltung ist anders als in vielen Weltgegenden verpflichtet, die geltenden Gesetze und rechtskräftigen Entscheidungen umzusetzen. So steht es in unserem Grundgesetz und in unserer Hessischen Verfassung, und das verlangen wir täglich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Lande ab. Das, meine Damen und Herren, ist eben der große Unterschied. Sie, Kollegen von den LINKEN, kritisieren die im Oktober 2016 verfasste gemeinsame Absichtserklärung über die Zusammenarbeit im Bereich der Migration zwischen der Bundesrepublik und der Islamischen Republik Afghanistan.
Die Fraktion DIE LINKE unterstellt, das Abkommen sei Bedingung für weitere Hilfeleistungen gewesen. Gerne sage ich Ihnen später auch noch etwas zu der Verknüpfung von Migrationspolitik und anderen Politikbereichen, aber vorab zur Absichtserklärung selbst. Ich möchte daraus zitieren, zum Beweis dafür, dass dies nicht das teuflische oder, wie Frau Kollegin Faulhaber gesagt hat, schmutzige, inhumane Werk ist, das Sie darin sehen wollen. Die Absichtserklärung nimmt gleich zu Anfang Bezug auf die geltenden internationalen Abkommen zum Flüchtlingsschutz, und die Parteien erklären ausdrücklich die Absicht, die Würde und die Menschenrechte der Rückkehrer frei von Diskriminierung zu garantieren. Die Bundesrepublik verpflichtet sich ausdrücklich zur Berücksichtigung der individuellen Bedrohung, die sich bei einer Rückkehr stellen kann, des besonderen Schutzbedarfs Minderjähriger, der Rechte von Familien, der besonderen Lage alleinstehender Frauen, von schweren Erkrankungen, für die es in Afghanistan keine ausreichende medizinische Behandlungsmöglichkeit gibt, und das Recht, jeden einzelnen Rechtsmittel zu ergreifen. Die Parteien der Absichtserklärung stimmen zudem überein, dass die freiwillige Rückkehr einer Abschiebung vorgehen soll. Und, meine Damen und Herren, immerhin haben im Jahre 2016 bis zum Ende November bereits über 300 afghanische Staatsbürger von dieser Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr Gebrauch gemacht. Und ich möchte auch mit dazu sagen, dass wir in Hessen dafür Sorge tragen, über ein Rückkehrprogramm, über eine sehr aufwendige Beratung, die wir von den zentralen Ausländerbehörden bis in die dezentralen Ausländerbehörden nunmehr ausweiten, dass wir diejenigen, die nicht in unserem Land bleiben können, ausdrücklich und sehr ausgiebig beraten über die Fragen und die Möglichkeiten der freiwilligen Rückreise, weil wir ja gerade verhindern wollen, dass es zu der für alle Beteiligten belastenden Situation der Abschiebung überhaupt kommt. Deutschland verpflichtet sich in dem Abkommen außerdem zur Fortsetzung von zivilen Aufbaumaßnahmen, auch zum Zwecke der Reintegration. In der Anlage heißt es zudem, in Anbetracht afghanischer kultureller Normen und Empfindsamkeiten wird die deutsche Seite bei der Rückführung von Rückkehrern besondere Maßnahmen ergreifen und z.B. weibliches Begleit- und ärztliches Personal stellen. Für die für Rückführung in Hessen zuständigen Behörden sind solche Standards selbstverständlich. Verwaltungs- und Polizeibehörden gehen, das sage ich ausdrücklich, bei Rückführungsmaßnahmen mit der notwendigen Rücksicht und Sensibilität vor. In diesem Zusammenhang auch der Hinweis, dass wir in Hessen sehr erfolgreiche Strukturen in Sachen der freiwilligen Rückkehr aufbauen, mit frühzeitiger, aufsuchender und mit professionellen Standards arbeitenden Fachleuten. Wir werden diesen Weg fortsetzen. Wir machen uns die Rückführung nach Afghanistan trotz der mit der dortigen Regierung getroffenen Übereinkunft nicht leicht. Das gilt nach meiner Einschätzung auch für die Bundesregierung, und ich sage ausdrücklich auch für den Bundesinnenminister. Das möchte ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich festhalten. Denn neben dem respektvollen Umgang mit den Rückzuführenden durch die Landesbehörden gehört eine aufmerksame Beobachtung der Sicherheitslage in Afghanistan durch die zuständigen Bundesbehörden. Die IMK hat bereits auf ihrer Sitzung eben im letzten Dezember in Koblenz beschlossen, und das ich muss Sie an die Redezeit der Fraktionen erinnern, Herr Minister. Das will ich kurz zitieren, dass die Sicherheitslage in Afghanistan in einigen Regionen eine Rückkehr ausreisepflichtiger afghanischer Staatsangehöriger grundsätzlich erlaubt. Die IMK hat damals darum gebeten, dass diese Rahmenvereinbarung getroffen wird. Und die IMK kommt zu dem Ergebnis, über alle Länder, Innenminister hinweg, dass Rückführungen in diese sicheren Regionen Afghanistans dann möglich sind, wenn nicht im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dagegen sprechen. Dem kommen die jeweilig zuständigen Behörden nach. Und insofern bitte ich, den Antrag der Fraktion DIE LINKE auch entsprechend hier abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es hat sich von der Fraktion DIE LINKE die Abg. Wissler zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Heute um 18.40 Uhr startet von Frankfurt aus ein Flugzeug, das 50 Menschen nach Afghanistan bringen wird. Und in ein Land, das laut Global Peace Index das viertgefährlichste Land der Welt ist, nach Irak, Südsudan und Syrien. In ein Land, das laut Amnesty International im Jahr 2015
eine massive Verschlechterung der Sicherheitslage erfahren hat. Indem es 2016 laut UN so viele zivile Opfer geben wird wie noch nie seit Beginn der Zählungen im Jahr 2009 und in ein Land, für das der Deutsche Bundestag morgen die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes beschließen wird. Und heute werden Menschen in dieses Land abgeschoben, wo Kampfhandlungen in 31 von 34 Provinzen stattfinden und Hunderttausende von Binnenflüchtlingen die traurige Realität sind. Die Kirchen lehnen das ab. Pro Asyl nennt die Abschiebungen nach Afghanistan skrupellos, denn sie gefährden Menschenleben. Meine Damen und Herren, diese Sammelabschiebungen nach Afghanistan, sie sind unverantwortlich und sie sind unmenschlich. Der 24-jährige Samir Narang ist in Abschiebehaft. Und heute soll er per Flugzeug nach Kabul gebracht werden. Ich habe Todesangst, sagte er dem NDR gestern. Narang ist Hindu. Er lebte 4 Jahre in Hamburg. Er sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich dort ankomme. Ich habe dort niemanden mehr, der mir hilft. Er hofft und er fleht, bitte tut was, ich will nicht zurück. Mit an Bord wird wohl auch Feraydun sein. Er ist 35. Er lebt seit 21 Jahren in Deutschland. Er hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Er hat vor kurzem geheiratet und ist vor einem Monat Vater geworden. Und er hat gestern erfahren, dass er heute abgeschoben wird. Er wurde heute Nacht um 2 Uhr von Polizisten aus seiner Wohnung geholt. Meine Damen und Herren, die, die das politisch verantworten, sitzen nächste Woche vermutlich im Kreis ihrer Lieben um den Weihnachtsbaum. Vielleicht gehen sie auch vorher noch in die Christmesse. Während dieser junge Mann, getrennt von seiner Familie, nicht einmal eine Bleibe in Afghanistan hat, meine Damen und Herren. Wir müssen uns an Recht und Gesetz halten. Das habe ich heute wieder häufig gehört. Dabei wissen Sie, dass es gerade bei Afghanistan sehr wohl rechtliche Spielräume gibt, die ja bisher auch genutzt wurden. Und es ist eine politische Entscheidung, verstärkt nach Afghanistan abzuschieben und ein solches Abkommen mit Afghanistan zu machen. Und ich sage aber auch, wenn es rechtmäßig ist, Kinder, Frauen und Männer, selbst Kranke in ein Kriegsgebiet abzuschieben und deren Leben und deren Unversehrtheit zu gefährden, dann hat das mit Recht nichts zu tun, meine Damen und Herren. Und wenn Gesetze, Verordnungen und Abkommen diese Gefährdung von Menschenleben legitimieren, dann müssen diese Regelungen weg und nicht die Menschen. Auch in Rechtsstaaten gibt es Unrecht. Wenn sich die Strafkammer des Landgerichts Hamburg im Jahr 1951 an Recht und Gesetz gehalten hätte, hätte sie zwei homosexuelle Männer nach § 175 Strafgesetzbuch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Stattdessen hat der Vorsitzende Richter Fritz Valentin den Mut gehabt, den Paragraphen selbst und seine Rechtmäßigkeit in seiner Urteilsbegründung infrage zu stellen. Er hob die Gefängnisstrafe der Vorinstanz auf, und er verhängte die niedrigstmögliche Geldstrafe von 3 Mark, weil dieser Paragraph zwar Recht war, aber dennoch Unrecht. Wie hätten Sie entschieden, meine Damen und Herren? Nach Recht und Gesetz? Oder war es richtig, dass die Richter anders entschieden haben? Für die Menschenrechte und gegen damals geltendes Recht, das Homosexuelle verfolgt hat. Wenn sich Rosa Parks an Recht und Gesetz gehalten hätte, hätte sie vor 60 Jahren ihren Platz im Bus vor einen Weißen geräumt. Das hat sie nicht getan und damit einen Beitrag dazu geleistet, dass die Rassentrennung aufgehoben wurde. Sie hat gegen Unrecht aufbegehrt, dazu Recht gebrochen und wurde dafür bestraft. Zu Recht? Das sind keine Beispiele aus Diktaturen, die ich genannt habe, sondern sie zeigen, Recht ist veränderbar. Und auch in Rechtsstaaten gibt es Unrecht. Und das sollte man bekämpfen, statt es umzusetzen, meine Damen und Herren. Und ich weigere mich, Recht anzuerkennen, dass der Menschenwürde entgegenläuft, das im Widerspruch zu den Menschenrechten steht. Es war eine politische Entscheidung, das Asylrecht auszuhöhlen. Und was gestern noch Menschenrechte waren, die soll heute nicht mehr gelten. Meine Damen und Herren, Deutschland hat auch deshalb eine Verantwortung, Flüchtlinge aufzunehmen, weil sie teilweise vor Kriegen fliehen, an denen Deutschland direkt oder indirekt beteiligt ist. Und da ist Afghanistan das beste Beispiel. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende Ihrer Rede kommen. Wer sich an Kriegseinsätzen beteiligt und Waffen in alle Welt liefert, der darf sich doch nicht wundern, wenn Menschen massenhaft fliehen. Wir alle sollten uns bewusst sein, dass es ebenso wir sein können, unsere Kinder, unsere Familien, die an den EU-Außengrenzen sind. Und, Frau Präsidentin, zum Schluss möchte ich Bertolt Brechts Flüchtlingsgespräche zitieren. Der Pass ist der edelste Metall von einem Menschen.
Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Und deshalb zählt für uns der Mensch und nicht der Pass. Alle Menschen sind gleich und keiner ist illegal. Und deshalb werde ich, während Teile meiner Fraktion, jetzt auch die Landtagsdebatte bald verlassen und zum Flughafen gehen und uns dort an den Protesten beteiligen. Wir können nicht viel tun, Kollegin, aber wir bitte. Können wenigstens ein Zeichen setzen. Letzter Satz. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion spricht nun Holger Bellino. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Wissler, ich glaube, im Gegensatz zu Ihnen war ich über viele Jahre im Petitionsausschuss, ich war in der Härtefallkommission, ich war in beiden Gremien als Obmann tätig. Und ich weiß parteiübergreifend, wie intensiv sich die Menschen, die da in diesem Ausschuss und in diesen Kommissionen saßen, mit den menschlichen Schicksalen auseinandergesetzt haben, die dann irgendwann zu einer Entscheidung geführt wurden. Wir hatten damals, Frau Wiesler, die absolute Mehrheit. Und dennoch ist es uns gelungen, meistens einstimmige Beschlüsse zu fassen. Warum? Weil eben niemand der damaligen in diesen Gremien vertretenen Menschen eine Hauruck-Politik gemacht hat. Weil wir immer überlegt haben, ist dies individuell vertretbar, ist dies in Ordnung. Weil wir uns auch immer wieder erkundigt haben, beispielsweise beim BAMF, bei den Ministerien, unabhängig davon, um welche Thematik es ging, ob das ein oder andere angemessen, vertretbar, humanitär ist. Deshalb kann man das so nicht stehen lassen, auch wenn Sie jetzt noch weiter auf diese emotionale Ebene abrutschen und dann auch immer wieder die Einzelfälle hier bringen, die auch keiner überprüfen kann. Wer weiß, Herr Kollege Schau, Sie haben gerade Grund, sich darüber aufzuregen. Was Ihre Kollegin hier gesagt hat, war unterirdisch, Ihre erste Rednerin. Sie brauchen sich hier gar nicht aufzuregen. Und wie Sie mit demokratischen Entscheidungen umgehen, das haben wir ja vor mehreren Jahren gesehen, wie Sie andere Menschen titulieren, die von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen. Von Ihnen, Herr Schaus, brauchen wir von der Seite gar nichts sagen zu lassen. Wer weiß, wie intensiv sich die Landtagsabgeordneten im Petitionsausschuss und in der Härtefallkommission mit den entsprechenden Themen befassen. Wer weiß, wie intensiv das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, und andere Einschätzungen vornehmen und auch immer wieder revidieren, wenn sich die Lage ändert. Wer weiß, wie rechtsstaatliche Prozesse ablaufen. Das wurde vorhin von den Vertretern der SPD unter anderem dargestellt und vom Kollegen Greilich, der Kollegin Wallmann. Wer weiß, wie intensiv sich Petitionsausschuss und Härtefallkommission beschäftigen, der kann nicht den Abgeordneten eine seriöse Befassung absprechen, und er kann auch nicht, wie das Ihre Kollegin Frau Schaus gesagt hat, von Deportationen und anderen sprechen. Wer dies tut, der will ablenken und will die diskreditieren, die über viele, viele Jahre sehr, sehr verantwortungsvoll mit diesen Entscheidungen umgegangen sind. Wir haben eine Individualbezogenheit auf der einen Seite und eine Prüfungstiefe, wie es die nirgendwo gibt, auch nicht in dem von Ihnen so verehrten Venezuela oder Kuba, Frau Kollegin Wiesler. Niemand, nirgendwo gibt es das wie in Deutschland. Und dann kommt man zu Ergebnissen, und die mögen dann auch schwerfallen, wenn man sie entsprechend umsetzen muss. Aber sie fußen auf dem Rechtsstaat, und sie fußen auf einer intensiven Befassung mit der Thematik. Und unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, zeigt nicht nur ein humanitäres Gesicht, sondern unser Land ist humanitär und sozial. Das zeigt das obenannte Verfahren, und das zeigt auch, wie einzigartig in der Welt wir mit der Flüchtlingskrise umgegangen sind und weiter umgehen. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Frau Kollegin Öztürk, 2,5 Minuten. Frau Präsidentin, ich will gar nicht die 2,5 Minuten ausschöpfen, aber ich möchte einmal den Herrn Innenminister fragen, sind bei diesen 50 Personen, die jetzt um 18.30 Uhr abgeschoben werden sollen, auch Hessinnen und Hessen dabei? Die andere Frage ist, Herr Bellino, Sie haben gerade von Frau Wissler die Einzelbeispiele vorgeführt bekommen. Waren die Ihnen bisher bekannt? Waren Ihnen bekannt, dass auch eine Person, die seit 21 Jahren hier lebt, abgeschoben werden soll? Und wie gehen Sie eigentlich mit dem Konflikt um,
weil Sie widersprechen sich selbst. Auf der einen Seite berufen wir uns hier auf die Rechtsstaatlichkeit, auf der anderen Seite gab es aber auch eine politische Entscheidung, dass wir Flüchtlinge in gute und schlechte Bleibeperspektive aufgeteilt haben, wo ich definitiv gegen bin, hat die Bundesregierung gemacht. Und es hieß aber, wenn über 50% der Flüchtlinge eine Schutzquote haben, dass sie als Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive betrachtet werden sollen. Im Fall von Afghanistan sind das sogar bereinigt 60,4%, Geschäftsbericht des BAMFes, dass die Menschen aus Afghanistan eine über 60-prozentige Schutzquote haben. Theoretisch gesehen müssten diese Menschen dann zur guten Bleibeperspektive gehören und in die Integrations- und Sprachkurse zugelassen werden. Werden sie aber heute nicht. Warum? Weil man politisch ein Exempel statuieren will, weil man politisch die humanitäre Frage außer Acht lässt. Und deswegen können Sie sich nicht auf der einen Seite hinter Rechts verstecken und auf der anderen Seite politische rechtliche Vorgaben brechen. Das ist nicht konsequent, das ist inhuman, und diesen Vorwurf müssen Sie sich gefallen lassen. Und ich möchte gerne vom Herrn Innenminister wissen, sind hessische afghanische Asylbewerber unter dieser Sammelabschiebung, in dieser Sammelabschiebung dabei, ja oder nein? Weil so einen Anspruch haben wir als Parlament, es erfahren zu dürfen und uns nicht diese Informationen irgendwie aus irgendwelchen Wegen besorgen zu müssen. Das möchte ich wissen. Sind Hessen dabei? Ich hoffe, Sie antworten darauf. Danke schön. Danke, Frau Kollegin Öztürk. Für die SPD-Fraktion spricht nun Kollege Merz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will zwei Sachen zu den einzelfallbezogenen Argumentationen sagen. Erstens. Ich muss sagen, ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass jemand, der 21 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gelebt hat, nicht in der Lage gewesen sein soll, einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Deswegen wäre ich sehr darin, ich sehe, dass Sie es nicht wissen. Ich wäre sehr daran interessiert, die Umstände des Einzelfalles zu erfahren. Weil ich muss sagen, nach allem, was ich weiß, und das ist jetzt auch nicht ganz wenig, kann ich mir diese Konstellation nicht wirklich vorstellen, es sei denn, es wären sehr besondere Umstände des Einzelfalls. Punkt 2. Frau Kollegin Öztürk, die Tatsache, dass ein Land oder Flüchtlinge aus einem Land als Flüchtlinge mit einer guten Bleibeperspektive eingeschätzt werden, hat über die Entscheidung, sagt über die Entscheidung im Einzelfall noch gar nichts. Das kann man bedauern. Und ich würde das im Fall Afghanistan auch in vielen Fällen tun. Es ist aber kein innerer Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. Und wir haben es hier nun einmal, das habe ich vorhin schon gesagt, mit Fällen zu tun, in denen ein Verfahren mehr oder weniger in allen. Ich weiß, dass es manche Bundesländer gibt, wo die Petition im Landtag keinen Abschiebeschutz leiht. Das ist in Hessen anders, noch anders, soll auch so bleiben. Aber wir reden hier im Wesentlichen über Leute, deren Verfahren abgelaufen ist, und zwar in allen Stadien. Punkt. Aber ich habe mich eigentlich herausgefordert gefühlt, hier noch einmal hinzugehen, weil die Kollegin Wissler eine grundsätzliche Frage aufgeworfen hat, nämlich die Frage nach der Berechtigung zivilen Ungehorsams. Und nun habe ich lange genug in Amerika gelebt und in einer Organisation mitgearbeitet, die sich genau auf diese historische Tradition, und die war damals noch sehr aktuell, berufen hat. Und ich glaube, ein wenig davon zu verstehen. Ich will aber schon darauf hinweisen, Frau Kollegin, dass gerade das Beispiel Rosa Parks und insbesondere die amerikanische Bürgerrechtsbewegung mit dem Vorbild Martin Luther King und dessen Vorbild Mahatma Gandhi war, vielleicht dann doch etwas historisch anders gelagert ist als das, was wir hier vor uns liegen haben, weil die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Rasse so offenkundig menschenrechts- und bürgerrechtswidrig ist, dass die Notwendigkeit und die Legitimität von zivilem Ungehorsam offen zutage liegt und dann in der Tat zu den rechtlichen Veränderungen in Amerika geführt hat. Das gilt auch für das Beispiel des Richters im Falle Homosexualität. Es ist offenkundig menschenrechts- und bürgerrechtswidrig, Leute wegen ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Aber hier, Frau Kollegin, liegt der Fall anders. Der Fall liegt hier historisch anders, und er liegt auch aktuell anders.
Und deswegen ist ein historischer Vergleich, immer nützlich. Aber er ist nicht nützlich, die Dinge gleichzusetzen. Weil, ja doch, die haben es schon. Sie haben es schon. Das haben Sie schon getan. Und ich glaube, dass es sich lohnt. Entschuldigung, es wäre ganz gut, wenn Sie mich jetzt mal. Wir können das nachher auch privat weiterfahren. Aber es wäre ganz gut, wenn Sie jetzt vielleicht einfach mal ohne. Wenn Sie jetzt vielleicht einmal ohne Zwischenrufe versuchen würden, einem Versuch auf eine ernsthafte Frage eine ernsthafte vorläufige Antwort zu geben, wenn Sie dem mal zuhören würden. Das wäre vielleicht jetzt einmal ganz angemessen. So, ich würde gerne von Ihnen ein einziges Mal hören und von Ihrer Partei ein einziges Mal hören, worin denn die Änderung der rechtlichen Voraussetzungen für Zuwanderung in diesem Land bestehen soll. Ich höre sehr viel, was nicht geschehen soll. Aber wie stellen Sie sich unter der Voraussetzung, dass es das Asylrecht gibt nach Artikel 16, dessen Einschränkung, da sind wir ganz einer Meinung, ich beklagt habe und bekämpft habe, dass es die Menschenrechts-, dass es die Flüchtlingskonvention gibt, die in Deutschland geltendes Recht ist, und dass es die Bedeutung des subsidiären Schutzes gibt. Was es darüber hinaus aus Ihrer Sicht an Rechtsinstituten noch geben soll, die ein Bleiberecht für alle in diesem Land, in dieses Land Geflüchteten oder aus anderen Gründen Gekommenen garantieren soll. Wie das rechtlich, weil Sie die rechtlich, eine rechtliche Argumentation aufgemacht haben. Sie haben gesagt, ziviler Widerstand mit dem Ziel, ja, ich bin gleich zu Ende, Frau Präsidentin, mit dem Ziel, die ungerechten Gesetze zu ändern. Dann machen Sie uns hier einen Vorschlag dafür und machen Sie einen Vorschlag für ein Einwanderungsgesetz, das dem gerecht wird. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Herr Staatsminister Beuth möchte antworten, und das vom Pult aus. Bitte schön, Herr Staatsminister. Vom Pult aus? Also, nee, von hier. Ich wollte auf die Kollegin Öztürk antworten. Hessen beteiligt sich neben einigen anderen Ländern mit einem kleinen Personenkreis an der Sammelabschiebung. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich frage, sollen die Ausschüsse. Bitte schön, Herr Kollege Schaus, zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, wir bitten, unseren Antrag direkt jetzt abzustimmen. Dann werden alle Anträge abgestimmt. Kann ich davon ausgehen? Fein. Dann lasse ich zuerst abstimmen über den Tagesordnungspunkt 20, Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19-4271. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Das ist das restliche Haus. So, damit ist dieser Antrag abgelehnt. Dann lasse ich abstimmen über den Dringlichen Entschließungsantrag Top 40 mit der Drucksache 19-4321. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um Zustimmung. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Fraktionen SPD und LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Dringliche Entschließungsantrag angenommen worden. Tagesordnungspunkt 42. Bitte schön, Herr Kollege Rock. Ich möchte darum bitten, den SPD-Antrag, die Punkte 1 und 2 gemeinsam und den Punkt 3 extra abzustimmen. So machen wir das. Dann lasse ich erst über die Punkte 1 und 2 gemeinsam abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Antrag, dieser Punkte 1 und 2 abgelehnt worden. Dann lasse ich über den Punkt 3 abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. SPD, LINKE. Kollegin Öztürk, wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Die Grünen, FDP und CDU. Damit ist dieser Punkt abgelehnt worden. So. Und somit ist der Antrag in Gänze abgelehnt worden.